Leute, heute machen wir was richtig Geiles. Und zwar in Amerika ist gerade irgendwie so ein Trend, sich hochzuarbeiten. Von 0 Euro auf 100.000 Euro oder auf 1 Million Euro. Und ich habe gedacht, lass uns das Ganze mal in V-Bucks machen. Ich bin hier gerade in Fortnite drin, Leute. Ihr seht, wir haben 0 V-Bucks. Und ich probiere mich heute in diesem Video von 0 auf 100.000 V-Bucks innerhalb von 24 Stunden hochzuarbeiten. Ihr seht, Leute, ich habe mir extra... Ja, der Account ist nicht ganz neu. War mal so ein alter Account von mir gewesen, obwohl ich undercover gespielt habe, Leute. Und es ist aber verboten, den V-Bucks Store zu nehmen. Also ich kann jetzt nicht einfach hier so hingehen und 13.500 V-Bucks kaufen und das 10 Mal, da habe ich ja auch 100.000, Leute. Das ist nicht erlaubt, aber wir dürfen alles andere verwenden und das wird wirklich schon sehr interessant. Ich habe mich schon ein paar Überlegungen getroffen, wie machen wir das denn jetzt? Und zwar, hier zum Beispiel gibt es im Itemshop einige Skins, die man sich holen kann, wo es zum Beispiel V-Bucks dazu gibt, wie zum Beispiel hier dieses Minty-Paket, Leute. Das kostet 20 Euro und sind 1000 V-Bucks dabei. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Dann haben wir hier nochmal 3,99 für die ersten 600 V-Bucks. Leute, das werde ich so ein bisschen testen. Hier sind auch noch 1500 dabei. Die Frage ist jetzt, wie bekommen wir so ein Paket, Leute? Hier so ein 19,99 Euro Paket. Das wären die ersten 1000 V-Bucks, die wir uns sichern könnten. Leute, ich habe eine Idee. Wir schreiben mal SU an. So, ich habe SU hier schon voll gespammt, Leute. Der will aber nicht ankommen. Hallo, ich schreibe jetzt nochmal. Hallo, Bro, komm bitte on. Ah, er schreibt zurück, Leute. Was spammst du, Junge? Boah, übertreib. Ich schreibe einfach neues Update Fortnite. Mal gucken, ob er schreibt. Komm, SU. Ja, zu krank. Neues Motorrad, Leute. Das Motorrad soll ja neu reinkommen. Komm, schreib jetzt hier. Er soll jetzt einfach online. Oha, in der Cover-Update. Ja, komm. Runde. Geh ans... Ich rufe ihn erstmal an, Leute. Ich rufe ihn erstmal an, er soll ins Handy gehen. Und dann werde ich einfach sagen, ja, Spaß, wir wollen eine Challenge machen, Leute. Fortnite-Challenge, wo es um dieses Paket hier geht, das Minzligen-Paket. Ich rufe ihn mal an. Yo, Bro, richtig krankes Update, ich will jetzt live gehen. Kommst du Dings hier, Discord? Bro, was für ein Update, aber ein Motorräder sind drinne, Bro. Ja, das ist ja unnormal krank. Ja, dann komm, let's go, machen wir das über Discord, oder was? Ja, ja, komm, Discord. Bis gleich, ciao. Leute, das Ding ist, ich habe jetzt so eine Map rausgesucht. Das ist ein Death Run. Da sind nur 20 Level. Und den werde ich schnell mit Esti machen. Aber ich werde dir natürlich nichts erzählen, dass das nur 20 Level und so sind. Und dass man da relativ schnell durch ist. Weil er wird denken, das sind so 500 Level wieder. Und dann werden wir auf schnelle Welle ihn jetzt erstmal 20 Euro abziehen. So auf Prank-Basis. Wisst ihr, ich meine, mal gucken, was er sagt dazu. Bro, ich komme gerade on. Lad mich direkt ein. Als ob das so ein Hotfix war, wo Motorräder jetzt reinkommen. Ja, oder was? Guck mal, das Ding ist, ich dachte auch, aber irgendwie Update ist wieder Dings weg, keine Ahnung. Wie Update weg, was war das? Ich hab keine Ahnung, das war irgendwie ein Bug irgendwie. Ich glaube, ich hatte gerade ein Motorrad. Aber hast du das Motorrad gesehen oder was? Ja, ja, ich hatte ein Motorrad gehabt. Hä, ist doch voll geil, Bro. Lass mal die. Ja, aber jetzt ist das Motorrad weg. Ich habe gerade gesehen, die haben irgendwie Status gepostet. Update war Fehler irgendwie. Ja, aber vielleicht ist das trotzdem noch in der Runde oder so, in Kampflabor oder so. Bro, ich würde noch gerne ein Video aufnehmen. Bunny Stunny 100k, was ist das für ein Name? Ja. Und du willst jetzt erst einen Death Run oder so aufnehmen? Oder ja, guck mal. Das macht gar keinen Siehst Sinn. Du im Shop dieses Minzlegenden-Paket? Ja, sehe ich. Ja, Bro, ich dachte jetzt auf schnelle Welle, um das machen wir schnell einen Death Run. Und das wird dann deine Aufnahme sein, oder was? Ja, ja, schnelle Welle, Bro. Dies, das, warum machen wir nicht ganz normal wie immer mit V-Bucks? Nee, heute geht nicht mit V-Bucks, Bro. Ich würde gerne das Paket haben, weil ich sammle jetzt Skins hier auf den neuen Account, weißt du? Okay, Bro, aber du weißt, du wirst eh verlieren. Was ist das für eine Frage? Ey, rede nicht so. Ey, Leute, das war mir schon klar gewesen. Ich gebe hier gerade den Code ein, dass S hier auf jeden Fall einen Deathrun machen will, weil er denkt immer, er ist besser wie ich. Aber er wird eh keine Chance haben, sag ich jetzt so, wie es ist, Leute. Ey, yo, ja, YouTube Start, Skype Start, heute mit einem neuen Video. Und zwar jetzt geht's los mit dem neuen Deathrun, Bro. Ey, wie immer. Ich dachte wenigstens, bist du jetzt heute ein bisschen anders. Und ja, ich hoffe, du bist schon down, oder was? Was? Du bist schon down, Esti? Ich bin einfach runtergeholt. Was ist denn da passiert? Ja, das ist schlecht. Das ist sehr, sehr schlecht. Weil guck mal, wo ich schon bin, Bro. Ich bin schon fast durch. Wo bist du denn? Ich bin schon fast durch mit dem Death Run. Ja, ich sag nur, finde ich ein bisschen schade wieder, dass du einfach so spontan anfängst. Ich warte extra auf dich und du machst wieder ready. Ready to go, oder was? Was sagst du? Oha, was sagst du? Was sagst du? Was ist das? Oha, ich glaube, wieder einen Zug durch. Ich check's auch nicht, warum. Ich bin einfach komplett durch schon. Und warum? Warum hast du so einen Death Run ausgewählt? Oh, ich glaube. Nein. Das ist ein ganz normaler Death Run. Ey, Bro, geh doch mal raus, Junge. Komm ja auch in einen durch, wenn hier durch. Die sind irgendwelche Leute gejoint. Was wollen die denn? Die müssen direkt erstmal von der App-Liste gehauen werden. Ach, hier sind Impulsgranaten. Let's go. Schade, Alter. Guck mal, hier kommen irgendwelche Leute von dir rein. Monkey Rice.
Ja, hast vergessen, schade, die Gruppe auf öffentlich zu machen, ne? Selber schuld, auf privat. Ja, aber die müssen doch nicht einfach reinkommen hier. Wenn wir ein Duell machen, das sieht man doch, was die im Duell machen. Kanal ich krieg jetzt den Boost-Granaten-Stand hier, die spawnen bei mir einfach nicht. Boah, Essio, du bist ein bisschen weit weg, ne? Ja, weil diese Granaten nicht spawnen. Nein. Weißt du überhaupt, wie viel Level der erstmal hat? 100, oder nicht? Vielleicht hat er nur 20? Warte, hast du von echt 20 gesagt, das stimmt. Aber ich dachte, die machen eine 20-Minuten-Aufnahme wie immer. Ich dachte, diese Map ist vielleicht okay, kurz und knackig. Wo bist du denn aber überhaupt? Nicht so kurz und knackig. Bro, sag mir nicht, da hinten ist schon das Ziel, das macht doch gar keinen Sinn. Ja, ich hab mich verarscht, Bro! Ich hab gewonnen! Bro, das macht doch gar keinen Sinn! Bro. Was ist jetzt der Upload? 5-Minuten-Aufnahme oder was? Das ist 5-Minuten-Aufnahme, SU! Du kannst mir jetzt erstmal 20 Euro überweisen. Ja, SU, das war's gewesen. Ich hol mir jetzt das Paket, überweis mir noch 20 Euro schnell, ja? Bro, ich sag dir ehrlich, ich geb dir das jetzt, aber ganz komisch. Ja, hier, warte, ich mach das gleich über PayPal. Ach, Bro, ein bisschen unfair, aber okay. Ich mach das gleich dann, ja, bis gleich. Ja, überweis direkt. Tschüss. Ich sag euch ehrlich, das war natürlich einfach gewesen, weil wir machen mit SU öfters Challenges gewesen, aber ich warte jetzt, bis er das Geld mir überweist, Freunde, dann werden wir uns hier das erste Paket gönnen und dann müssten wir eigentlich auch die ersten 1000 V-Bucks haben. So, Leute, ein paar Stunden sind jetzt schon vergangen. Wir haben jetzt nicht nur einige richtig coole Skins auf unserem Account. Wir werden den direkt mal hier ausrüsten gleich. Warte mal, den hier ausrüsten, zack. Sondern wir haben auch unsere ersten. Dies wollte ich haben, Leute. Unsere ersten 1000 V-Bucks. Aber muss sagen, Freunde, die ersten 1000 V-Bucks waren natürlich relativ einfach gewesen. Die Frage, die ich mir jetzt stelle, was können wir mit diesen 1000 V-Bucks machen, um daraus mehr V-Bucks zu machen? Und ich habe mir überlegt, Leute, eventuell, wir bräuchten jemanden, der uns das Fortnite-Crew-Paket holt. Ich muss mal kurz gucken, Leute, das kostet 11,99 € im Monat. Würde 1000 V-Bucks mit beinhalten und sogar den Battle Pass. Wisst ihr, was wir machen, Leute? Ich werde jetzt einfach mal eine random Runde suchen und werde denjenigen einfach fragen, ob er vielleicht ein paar V-Bucks für uns hat. Was denkt ihr, Freunde? Das wäre doch ganz cool. Vielleicht finden wir ja jemanden. Vielleicht ist da jemand so nett draußen. Ich weiß es nicht. So, Leute, kleiner Zwischenstand nach ungefähr 2-3 Stunden. Ich habe keine Ahnung, wie lange ich jetzt hier schon spiele. Ihr seht, Leute, wir sind Level 4, haben immer noch 1000 V-Bucks. Ich habe nicht mal einen gefunden, der mit mir redet. Deswegen will ich mal hier dieses neue Feature austesten, Leute. Und zwar kann man hier irgendwie, zack, Battle Royale Duo, dann 1 gegen 1 und Deathrun kann ich ja mal hinzufügen. Und dann kann man hier irgendwie anscheinend Leute suchen. Ich habe aber keine Ahnung, wie das geht, Leute. Ich habe Bock hier. Ah, jetzt okay, jetzt wird hier gemischt, Leute. Ich kann ja mal einfach einladen, Leute. Ich mache jetzt mal hier Zufall. Ich lade jetzt einfach mal ein paar Leute ein und frage, ob die mit mir eventuell eine Challenge machen wollen. Um V-Bucks. Oh, hallo. Hallo, was geht bei dir? Hörst du mich? Hallo. Hallo. Hey, das gibt's doch nicht! Chili, was geht? Hörst du mich? Boah, du spielst auf Xbox, hörst du mich? Ey, Eisern Union! Servus. Ey, cool, dass du... Ich hab euch hier gefunden bei Suche Gruppe. Okay. Weil, Jungs, ich hab ein Problem. Ja. Mhm. Ich weiß aber nicht, wie ich es sagen soll. Ja. Ich brauche den Battle Pass. Mhm. Und ich brauche jemanden, der mir den Battle Pass holt. Wir gehen jetzt nochmal in eine random Duo-Runde rein und vielleicht finden wir ja da jemanden. Wir haben sogar den gleichen Skin. Wie cool ist das denn? Oh mein Gott, das könnte echt was werden. Und Level 113. Was? Der hat sich den ganzen Battle Pass durchgekauft, Leute. Der ist safe-reich. Moin. Oh mein Gott. Hallo? Hallo? Ja, hallo? Bist du reich? Wieso? Bro, ich höre mich doppelt bei dir. Ich höre... Hörst du das? Doppelt bei mir? Ja, ich höre mich doppelt bei dir. Ist es ein Problem? Ja, es nervt ein bisschen. Dann stumm ist. Warum? Weil dann ist es weg. Ja, aber dann können wir ja gar nicht reden. Dann versuch jetzt in Ziffern, was du sagst. Wie alt bist du denn? 9, wieso? 9? Ja. Bist du noch so jung? Ich glaube, dann kannst du mir nicht helfen. War denn die Toshi-Aufgaben oder wie? Nee, ich brauche einen Battle Pass. Weißt du? Kannst du geben. Wie? Du kannst mir einen Battle Pass geben.
Ja, ich hab 2FA. Ja, aber du kannst mir nicht einfach Battle Pass geben. Nein, der hat mich geholt, nein. Das kannst du dir doch schicken. Wir müssen 3 Tage befreundet sein, aber... Also ich habe auch V-Bucks, also keine Sorge. Alter, sehr gut, du hast sie geholt. Ja, aber du kennst mich doch gar nicht, du kannst mir doch nicht einfach... Komm, du holst den. Stark! Ich kenn dich. Oh, komm, komm, komm. Bin ich so gut? Sehr gut, sehr gut, ja. Sehr gut. Warte kurz. Sehr gut, du machst es sehr gut. Oh, komm, wir zocken noch eine Runde. Hä, hey, Leute, hä, hey, warum will der mir Dings schenken? Ein Battle Pass. Ich check's nicht. Guck mal, hier ist er, Leute. Ich lade ihn jetzt mal ein, dann gehen wir jetzt mal in die Runde rein. Jo, komm, wir starten eine Runde. Jetzt hier geht's aber ein bisschen mehr ab. Hä, hey, aber du kennst mich doch nicht und wieso willst du mir den Battle Pass schenken? Ja, kann ich, also, wenn du willst, dann kann ich dir jetzt hängen. Also, ist mir auch, ich habe genug V-Bucks. Hä, wie viele V-Bucks hast du denn? Ich habe 1000 bis jetzt, 1500. Und du willst mir die restlichen V-Bucks im Battle Pass schenken? Ja, aber irgendwie kennst du deine Stimme irgendwie eher. Ja, aber ich kenne dich nicht. Ich kenne dich nicht, aber ich höre irgendwie komme ich deine Stimme bekannt vor. Ach, ist egal. Aber du kannst doch nicht irgendjemandem Fremden was schenken. Ja, also meine Eltern haben auch nie etwas dagegen. Also ich frage immer meine Eltern und warte, darf ich sie kurz mal fragen? Ja, frag sie mal. Ja. Oh mein Gott, Leute, warum ist der Kleine so golden? Hab schnell gefragt, also, sollen wir uns Teiltragen treffen? Wie, und dann würdest du mir den geben, oder was? Und deine Eltern haben auch abgestimmt, ja. Also ja, meine Eltern haben auch nie irgendwas dagegen, also... Also ich hab die gefragt, also, die haben gesagt, ja, mach doch, also, das ist... Also, ich darf das. Okay. Also meine Eltern interessiert, aber jetzt mal ehrlich. Ja? Kennst du es nicht irgendwoher? Nee, weiß ich nicht. Wie lange spielst du denn schon Fortnite? Also bitte nicht auslachen, aber ich spiele seit Chapter 2 Season 8. Ist ja nicht schlimm. Jeder fängt ja mal an. Du? Ja, ich habe jetzt gerade neu angefangen. Ich spiele noch nicht so lange. Also spielst du oft Random Blues? Ja, ich spiel oft Random Blues. Okay, warte, ich wieder... Pass auf, das ist ein Bro... du kennst doch Multiple Worlds, die sind Brawler-Skin, oder? Nee. Ja, das ist so ein Brawler-Skin. Ja. Warte, eine Spawn. Nein, der hat mich. Ey, die waren doch bei The One gewesen. Ja, okay, dann versuchen wir es mal noch eine Runde. Okay, ich versuche jetzt noch eine Runde zu gewinnen. Dann werden wir jetzt mal aufräumen und die Runde gewinnen, würde ich sagen, oder? Ja. Also, ich habe in der Schule, habe ich auch etwas Besonderes gemacht. Was hast du heute in der Schule gemacht? Eine 1 geschrieben. Oha, was für ein Fach? Mathe. Oha, sehr gut. So, ich hab einen. Also in Mathe ist mein Lieblingsfach. Mathe ist dein Lieblingsfach? Mhm. Ich glaube, du bist der Erste, den ich höre, wo Mathe das Lieblingsfach ist. Also mit Sport eingezählt, aber Mathe mehr. Bist du auch, machst du auch zum Sportverein auch so oder so? Ja, Basketball. Ah, cool. Und selten gehe ich dahin, aber manchmal gehe ich auch Karate. Ah, Karate ist auch cool. Ich mache manchmal ein bisschen Boxen. Also willst du den Battle Pass mit 26 Levels oder willst du den normalen Battle Pass? Also du würdest mir den auch mit 26 Levels schenken? Ja, natürlich.
Und außerdem, du denkst dich wahrscheinlich jetzt gerade, ich kann mich nicht leisten, aber, du kennst doch, dieses Level-Skin-Paket und da kriegt man 600 V-Bucks dazu. Bedeutet, ich krieg ja, nächsten Morgen eh V-Bucks dann dazu. Also kannst du den Battle Pass mit 26 Stufen, wenn du willst, noch, Also da holen. Merkt man, in Mathe bist du definitiv gut. Oder belebt wieder jemand wieder? Das war's. Wollen wir das schnell hin? Nee, der hat abgebrochen, der hat abgebrochen, der hat abgebrochen, der hat abgebrochen. Okay, nein, der hat nicht abgebrochen. Oh, hier ist Gegner. Oh. Wo? Nein, 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 nein! Ich komme, komme! Du schaffst es, ich glaube an dich. Yami, Yami, Yami. Sehr gut. Warte, ich bin positiv. Hier, wir müssen uns hier hin, was deckt dich? Oh ja, wir müssen uns verstecken. Warum? Soll ich hier hinten hin? Nein, lass abhauen, abhauen, abhauen. Ich hab Shockwave-Granate. Ja, ich hab Dings, ich hab diesen komischen Greifer. Das Bus! Das Bus! Geh in den Bus, ich komm hinterher, ich komm hinterher. Ach, in den Busch. Ja. Nee, warte, ich guck mal hier kurz, weil ich brauche kurz Heilung. Ah, hier ist keiner, hier ist keiner. Gut, hier sind wir sicher. Ich hab eine Frage. Frag. Kennst du Standard Skin? Den kenn ich, ja. Den guck ich auch manchmal. Ach, ich guck. Ich hab schon Standard Skin heutiges Video mit Laura gesehen. Ach. Hast du geguckt, ja? Ja. Das mit den 1 Million Rutsch. Das war geil, ne? Die Rutschen waren cool. Hab ich auch schon gesehen, ja. Das Video fand ich cool. Ja. Und dann habe ich noch ein bisschen Aquamax, dieses Bruder oder. Wem findest du cooler, Standard Skill oder Aquamax? Standard Skill. Ja? Ja. Cool. Also Standard Skill ist mein Lieblings. YouTuber. Ah. Das ist gut. Mein zweites Lieblings-YouTuber ist Acrymax und mein drittlieblings-YouTuber ist SU. SU? Ich bin mit Audi hier. Komm, wir steigen ein, wir fahren weiter. Ja. Los, kommst du? Warte, oh, ich nehme hier noch das Dings mit. Los, nimm dir. Dings? Keine Sorge, das ist steig ein. Dieser Bot. Wir hauen schnell ab. Ja. Der Bot trifft eh nicht. Der ist so schlecht wie SU. Das letzte Mal fand ich nur eins an SU blöd. Was denn? SU hat zu Standard Skill gesagt, so ein Wildschwein, dass das Standard Skill wäre. Boah, was? Und ich finde, das nicht viel. Ich finde, das ist gerechnet, wenn irgendjemand dann gemobbt wird. Das stimmt, Mobben macht man auch nicht. Ja. Aber ich glaube, das meinte SU nur Spaß. Oder was denkst du? Also, ich hoffe. Mal, da hinten ist einer. Yes. Wow, der ist One-Hit. Ja, mach die Baum kaputt, genau. One-Pump. Er stirbt, er stirbt. Er stirbt in der Zone, ne? Ja. Sehr gut. Komm mal. Ja, das ist gut, ich bin hier eh mit dem Links unterwegs, weißt du? Ja. Ich warte. Ich dachte. Guck mal, ich hab hier für dich diese Grappler. Sind wir ein bisschen schneller. Ach, diese... Ja. Willst du das mitnehmen? Ja, ich hab gehört, dass ein Darth Vader-Boss drin sein soll. Ja, ja, der ist auch schon drin. Der landet immer bei diesen einen Schiffen da. Seville hat gesagt, der Boss ist aus Stärke schwächer als das Fundament. Ja? Ja, Seville macht immer Leaks-Video. Ja, ja, ich weiß. Das hab ich auch mal, hat der Stani auch mal damals gemacht. Was? Das hat Stani damals auch gemacht. Ja. Gegner. Oh, Gegner, warte, ich komme. Sit da. Alles gut, ich komme. Keine Sorge, Mr. Fishy hat Mr. Finish. Den holen wir, die hole ich mir. Ja. Oh. Hä? Der ist geheilt mit Zitter, glaube ich. Der ist Ehre genommen. Nee, da ist noch einer. Ja. Ja, Mr. Fishy, der hat mich gekillt. Der 31er. Boom. Oh, da kommt noch einer. Ich muss abhauen. Ja, hau ab.
schaffst du es. Ich glaube an dich. Okay, sehr gut. Ich habe eine Frage. Weißt du schon, dass machst du als Krieg gerade einen Livestream? Hm, ich glaube nicht. Oh, dachte. Kannst ja mal gucken, ob er gerade live streamt. Boah, das ist gut. Mhm. Aber ich muss dir was sagen. Okay, sag mal. Könntest du bitte mit den V-Bucks den Creator Code Standard Skill LOL, glaube ich, heißt der? Nee, ich glaube, der hat einen neuen. Ich weiß nicht mehr, wie Standard Skill Creator Code war. Das. Oh ja, also ich bin. Nein. Also ich benutze ihn ja, aber ich habe ihn vergessen, wie der ist, weil ich vergesse mit Namen sehr viel Sachen. Ja, das ist ja nicht schlimm. Nein! Den schaffst du, ich glaube an dich! Hab ihn! Ja! Oh mein Gott, sehr gut. Das war knapp. Das ist. Ja. Ich dachte gerade, er würde dich ab. Nee, der spielt mit irgendwie. Oh. Stimmt, die LMG ist heraus, hab's vergessen. Ja, boah, da war, kam noch einer da hinter mir. Ich muss einmal kurz was Ziel finden. Ich glaub, oben ist eine Kiste. Nein! Wieder, nein! Ich glaub, da drüben ist noch ein Wildbootbus, da kannst du mich wiederbeleben. Okay. Aber vielleicht kann ich das hier auch in der Zone machen. Auch. Ja, aber du brauchst erstmal, aus. Ich glaub, du musst, da. Oh mein Gott, da kommt einer. Ja. Sehr gut. Ja. Medkit, sehr gut. Okay, das schaffen wir noch. Alles gut. Mach zwei Attacks. Ja, wir schaffen das. Mit Medkit schaffen wir. Ja, los. Und jetzt geht's schnell in die Zone. Wie heißt dein Name? Meiner? Ja. Meiner ist Thorsten. Meiner ist Finn. Den wirst du schaffen. Den haben wir. Du hast 10 Kills schon. Boah. Kann ich dich dann noch wiederbeleben? Jetzt kein Battle. Ja, du kannst mich da wiederbeleben. Weißt du schon, dass da das Skill in, Ralph Cave oder wie das heißt schon mal ein irgendwann Hide and Seek gemacht hat? Ja, ich kenne alle Videos von Standard Skill. Ja. Ja, also ich bin das, auch also das finde ich am besten bis jetzt. Also nicht das beste Video, aber das mit den Hide and Seek finde ich das Beste. Was fandest du das beste Video von ihm? Weil Also da war so dieser Spider-Man, du weißt ja, dieser Spider-Man Zero Skin. Ja. Jetzt hat so eine Mauer. Und Danny hat sich erstmal gedacht, nee, da kann man nicht rein. Und als er es aufgemacht hat, hat er der Spider-Man Zero Skin nicht dann gezeigt. Und das fand ich ultra lustig. Warte mal, komm mal her. Geheim. Ja. Und dann gewinnen wir jetzt hier die Runde noch. Also bis jetzt habe ich. Also ich kann ja nicht alle Videos verfolgen, aber jedes Video, das ich kann oder sehe, like ist immer von Standard Skill. Oha, weg. Was hat denn der dich da geholt, der 31er? Ach, der hatte gerade Biggie oder Mini getrunken. Also ich habe ihm fette Hits gegeben mit der Pump, aber dann hat er sich, ist von der, Fernkampfwaffe und dann hat es sich da hinten gecampt und dann Minis oder und Schildtrank. Boah. Sniper. So, vielleicht kann ich dich nochmal wiederbeleben. Ich will auch YouTuber werden. Wie, du willst auch YouTuber werden? Ja. Ja, aber ich sagte, YouTuber muss man auch erstmal eine Schule aufpassen und eine Ausbildung machen. Ja, ich weiß. Aber und deswegen lerne ich auch so viel. Ich versuche YouTube, Arbeit und vielleicht sogar Uni, falls ich das noch schaffe.
Und was willst du mal werden so? Hast du schon eine Idee? Nee. Also, bis jetzt habe ich noch keine Idee, was es werden will. So, guck mal, jetzt kann ich vielleicht wiederbeleben. Ja. Und dann machen wir, gewinnen wir die Runde zusammen. Das leben noch zwei Leute, jetzt müssen wir im Team arbeiten. Ja. Wie viel Kronen hast du schon? Eine, leider. Ja, ich glaube, hier liegt doch keine mehr rum, ne? Nein! 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 Es tut mir leid, ich bin ultra schlecht in diesem Spiel. Alles gut, das ist doch nicht schlimm. Ah, ich glaube, du schaffst es nicht mehr in die Zone. Nee. Schade. Nein. Ah. Doch. Ich habe mich versehen. Ich bin weg von der Zone. Nein. Ist egal, wir sind Zweiter geworden. Ist auch gut. Ja. Ist auch sehr gut. Okay, ich muss dir was sagen. Wolltest du mich irgendwas sagen? Ja, ich wollte dir sagen, ich bin Standardskill. Was? Ist denn ernst? Ja. Aber stopp mal, ist das dein zweiter Account? Das ist mein zweiter Account, ja. Aber soll ich dir wirklich den Battle Pass schenken? Nein, natürlich sollst du mir den nicht schenken. Und du sollst deine V-Bucks doch auch sparen und nicht irgendwelchen fremden Leuten V-Bucks schenken. Aber du bist echt ein Ehrenmann. Hat echt Spaß gemacht, mit dir zu spielen. Können wir mal wieder spielen? Irgendwann? Auf jeden Fall. Ich send dir mal eine Freundschaftsanfrage mit meinem richtigen Account später, ja? Ich wünsche dir einen schönen Abend, ja? Ja, ciao. Tschüss. So, Leute. Finnking hat gesagt, dass das ja okay wäre. Und ich sag euch ehrlich, Leute, er hätte mir wahrscheinlich wirklich den Battle Pass geschenkt. Ey, keine Ahnung, was für ein Ehrenmann das war. Wir haben jetzt 3800 V-Bucks auf der Uhr. Wir haben es hier wirklich geschafft, Freunde. Und wir haben auch gleichzeitig den Battle Pass, Leute. So, Leute, ja, dank Finnking können wir uns nämlich jetzt den Battle Pass kaufen für 2800 V-Bucks. Warte mal, ihr seht hier, Leute. Zack, wartet mal. Hier, wir können uns den Battle Pass jetzt kaufen. Ich will natürlich keine V-Bucks von ihm haben, Leute. Der Arme, ey, der hätte mir das wirklich gegeben, ne? Wie kann man so nett... Ey, der war so goldig gewesen, Leute. Ich kann das nicht glauben. Mein Herz ist richtig aufgegangen. Wir können uns jetzt für 2800... Also, eigentlich haben wir jetzt aufgeladen, ausnahmsweise. Aber ihr wisst, Leute, normalerweise hätte ich jetzt nichts aufgeladen. Aber weil ich den mir selber kaufe, weil wir natürlich selber Geld verdienen, Leute, habe ich mir das jetzt aufgeladen, ausnahmsweise. Und wir sind jetzt immer noch natürlich bei 1000 V-Bucks. Aber das Besondere hierbei ist, Leute, wir können uns jetzt hier, zack, hier die Battle Pass Belohnungen freischalten. Guck, seht mal hier, wir haben ja auch ein paar Level jetzt gemacht, weil wir ja den 25er Battle Pass bekommen haben. Und jetzt kriegen wir hier immer 100 V-Bucks. Da bin ich gleich mal gespannt, wenn wir hier den Battle Pass durch haben. Ich hole mir auch nur die, weil das ist nämlich das Interessante. Zack, hier das noch. Zack, ja, Leute, guck mal, das schmeckt jetzt hier. Das sind schön die V-Bucks hier auf der hohen Kante. Wir haben noch 135 Sterne, also wir können uns da gleich, glaube ich, noch ein paar Skins holen. Boah, wie viel gibt's denn hier? Ich glaube, 9. Oh, nee, das ist das wohl. Ah, nee, warte mal, muss ich mir noch Level kaufen? Aber Level kosten auch V-Bucks, Leute. Okay, wir müssen hier auf jeden Fall ein bisschen mehr freischalten. Ich überlege gerade nur, die Seite ist gesperrt. Können wir den haben wir, den haben wir. Okay, dann müssen wir wahrscheinlich noch leveln und ein paar Seiten freischalten. Ich probiere mal, ob wir das hinkriegen. Okay, wir müssen 19 weitere Belohnungen einfordern oder Level 40 erreichen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Das schaffen wir sogar, Leute. Da brauchen wir nicht ganz so viel. So, ich schalte jetzt mal die Belohnungen hier frei. Weil wir können das ja alles mit den Battle Pass Sternen können wir ja kostenlos machen, logischerweise. Und dann, wie viel fehlt jetzt noch? Eine weitere Belohnung müssen wir weiter freischalten. So, machen wir die hier einfach für 3 Sterne. Zack, haben wir gemacht. Und dann kriegen wir nämlich hier nochmal V-Bucks, Leute. Nochmal 100 V-Bucks auf der hohen Kante. Let's go. Und wie sieht's... Oh, hier sind auch nochmal so viele V-Bucks. Okay, 9 weitere Belohnungen müssen wir freischalten. So, Leute, wir haben jetzt die nächste Seite freigeschaltet bei dem Battle Pass. Und da können wir uns jetzt hier wieder V-Bucks holen. Nochmal 100 V-Bucks. Boah, wie viele V-Bucks sind denn hier so im Battle Pass drin? Ich glaube, da sind ja auch 950 V-Bucks drin. Und ihr seht, Leute, wir könnten uns jetzt theoretisch, wenn wir noch ein bisschen weiter aufleveln, noch weitere V-Bucks freischalten. Wir gucken jetzt mal einen kleinen Zwischenstand an. Wir sind jetzt bei 1900 V-Bucks und wir haben noch einige Stunden vor uns. Und als nächstes Ziel, was ich mir holen will, Leute, ist auf jeden Fall das Paket für 3,99. Das sollten wir eigentlich hinkriegen. Und da sind auch nochmal 600 V-Bucks drin. Leute, also bis 100.000 haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen was zu tun. Deswegen würde ich sagen, ich werde mal hier in den Channel reingehen. Da sind noch ein paar Leute drin. Esu ist da drin, Tridan ist da gerade drin. Vielleicht hat Tridan ja Bock, Leute. Ja,
Ja, pass auf, Trida, wir machen um das 4-Euro-Package aus dem Itemshop, okay? Um das 4-Euro-Package aus dem Itemshop, okay? 4-Euro-Package aus dem Itemshop. Wer gewinnt, kriegt das Package, okay? Alles klar. So, Leute, jetzt geht's los mit dem Creative Game. Ich hab's gerade schon geübt gehabt, also ich weiß, wie es funktioniert. Das ist quasi wie in Fall Guys, Leute. Man muss sich gegenseitig runterschießen und Trida hat gar keine Ahnung, wie das Game geht, Leute. Ich werde dir jetzt irgendeine Scheiße erzählen und dann werden wir das Game hier ratzbatz gewinnen. Pass mal auf, Leute. Trida, weißt du überhaupt, wie das Game geht? Das geht jetzt los, ne? Ja, jetzt sag mal ein bisschen. Ich Bro, also von da oben kommen jetzt so Luftballons runter und die Luftballons musst du jetzt einfach runterschießen. Und dann, wenn der Punkt hat, gewinnt, oder was? Ja, genau. Und wer denn mehr Luftballons kaputt geschossen hat, gewinnt. So, okay. Jetzt pass auf, jetzt kommen die gleich von da oben. Ja. Und wo kommen die? Ey! Was soll das? Du hast ja gar keinen Plan, wie das geht. Ist das so, oh, okay, jetzt sind wir auf gleicher Ebene. Jetzt sind wir auf gleicher Ebene. Sehr gut, sehr gut. So, oh mein Gott, nicht schlecht, nicht schlecht. Das war gut gewesen, aber oh, sehr gut, sehr gut. Jetzt renn ich ein bisschen. Ah, mach das, ja, renn mal hier ein bisschen, okay, ja, aber du musst auch runterschießen, ne? Du weißt nee, schon, das bringt nichts. Ah, jetzt kriegen wir ihn, jetzt haben wir ihn. Ja, jetzt haben wir dich. So, du weißt schon, wenn ich dich jetzt hier runtergeschossen habe. Dann, ja, schon fallen. Ja, ja, dann sind da fallen und dann war es das gewesen. Das willst du nicht gewinnen. Und denk dran, Tridan, ne? Das macht. Ja, okay, das war easy. Das war easy, Tridan. Du hast verloren. Bro! Das 4-Euro-Paket, kannst du mir dann bitte 4 Euro per PayPal überweisen? Ja, komm. Ja. Ey, aber das Spiel ist so unfair. Dankeschön, ich will auch gar nicht länger weiter reden mit dir, Bro. Ich hab ja keine Zeit. Hau rein, Bro. Tschüss, danke. Ich warte auf das Geld. So, Leute, also Update hier einmal. Wir haben jetzt immer noch Level 32 noch bei Trina in der Gruppe. Wir müssen jetzt warten, bis er uns das Geld überweist und dann kaufe ich mir das Paket. Ich habe jetzt das Geld bekommen, habe mir jetzt direkt das Paket geholt. Das heißt nochmal 600 V-Bucks oben auf der hohen Kante. Let's go. So, unser Fazit, Leute, Level 32, 2500 V-Bucks. Also ich habe es irgendwie ein bisschen einfacher vorgestellt, aber wir dürfen halt nicht den Itemshop benutzen, Freunde. Ich weiß nicht, sollen wir hier einen Teil 2 draus machen? Wenn ihr einen Teil 2 hiervon sehen wollt, lasst ein Like und ein Abo da. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Das war's. Tschüss.